Apropos Lappen, es gibt auch weibliche Lappen. Wir haben jetzt hier das Video von Skurrows. Die Reaction Shurioka geht dem Urteil nicht nach. Wir haben es Copyright geschützt, Entschuldigung. Und ich würde sagen, da können wir gleich erstmal einsteigen und sehen, was Shurioka sich denkt, dass sie nach dem, was wir gestern gesehen haben, das Urteil, das gesprochene Urteil über die 6 Punkte, von denen sie 5 verloren hat, wie sie jetzt darauf, also sie hat ein Statement-Video gemacht und darauf hat Skurrus reagiert. Und das wollen wir uns mal angucken. Rein in den Schinken, gelle? Wir dürfen gespannt Shoyoka sein. hat ein Video hochgeladen. Ja. Dann werden wir das Ganze jetzt einmal uns angucken. Die Quelle nicht vergessen. Also guck mal, das Ding ist, ich habe mir das schon mal gesagt beim letzten Mal. Wir können gerne die Schlammschlacht fortführen. Ich habe noch wirklich endlose Klagen bereit, die ich gegen sie ausfällen könnte. Beim letzten Mal hat sie nämlich ohne Quellenangabe hat sie das nicht gemacht. Da war sie schlauer gewesen. Da war sie noch schlau genug gewesen. Aber da sie jetzt mittlerweile wieder so abgedriftet ist, ich glaube, sie ist nicht klar bei Verstand. Das ist meine persönliche Einschätzung. Weswegen wir dann halt das doch kurz noch mal einmal angeben hier, damit sie uns nicht vollheulen kann. Ja, gut. Let's go. Ja, das wird einfach nur ein kurzes Update. Eigentlich möchte ich mir für solche Themen weit mehr Zeit nehmen und auch gerne erstmal Dinge zu Ende lesen. Aber ich habe ja einen Moment auf Social Media geguckt und alles ist voll mit Boots, die sich das Maul darüber zerreißen, wie ich verurteilt wurde. Wurdest verurteilt. Das ist ein offizielles Gericht gewesen, Shoyoka. Und warum schon wieder dieses Duz gegen Männer? Ich verfolge sie ja seit einiger Zeit nicht mehr. Ist das eine Reichsbürgerin? Weil die akzeptieren ja auch den Staat nicht und Gerichte und alles ist eine GmbH und so ähnlich, glaube ich. Okay. Ja, crazy. Crazy. Bei einem Gerichtsprozess, bei dem sie nicht anwesend waren, und der Verein Polen mit Dudes, die sich das Maul darüber zerreißen, wie ich verurteilt wurde, bei einem Gerichtsprozess. Warum setzt ihr das in Anführungsstrichen? Ich verstehe das wirklich nicht. Gerichtsprozess, bei dem sie nicht anwesend waren und Beim Gerichtsprozess, bei dem wir nicht anwesend waren? Achso, die meinen jetzt die Zuschauer, meint sie. der vor allem zivilrechtlich stattgefunden hat und den ich vor allem nicht in allen Punkten verloren habe. Das ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Shoyoka, du hast 5 von 6 Punkten verloren. Du wurdest verurteilt. Aber nicht in allen Punkten, Herr von und zu, ja? Du hast Kenntnis von dem Urteil. Ich nehme mal ja an, du bist ja nicht blöd. Also du wirst ja den Post jetzt auch mittlerweile gelöscht haben, den du damals abgegeben hast. Du kannst mir nur nicht sagen, dass du hier nicht die Rechtsstaatlichkeiten jetzt hier akzeptierst. Und damit ihr so ein kleines Update bekommt, was hier eigentlich wirklich passiert ist, mache ich hier einmal ganz kurz einen Abriss, werde das aber in einem anderen Video nochmal in Ruhe und im Detail und auch eben mit den Unterlagen besprechen. Wie die meisten von euch mitbekommen haben, wurden letztes Jahr hunderte Videos Die Scheißfliege, Alter. hochgeladen, in denen mir vorgeworfen wurde, ich hätte jemanden fälschlicherweise der Scheiß. sexuellen Belästigung bezichtigt und ich hätte versucht, die Karriere eines unschuldigen Mannes zu zerstören. Und ich Hunderte Videos, wo es nur darum ging? Hunderte? Tausende? Tausende, Schuljoka. wäre sowieso der furchtbarste Mensch aller Zeiten. Und da haben sich ja ganz viele dazu geäußert und das bewertet und beurteilt, vor allem Männer, wer hätte das gedacht? Sie spricht schon wieder den Frauen die Meinung ab, die sich ebenfalls dazu geäußert hat. Das tut sie gerade nicht. Sie hetzt schon wieder gegen Frauen? Das ist krank. Warum ist man so frauenfeindlich unterwegs? Das ist verrückt. Und der Ursprung dahinter liegt, dass Skurrus mich auf der Gamescom vor, boah, es sind Dutzende Jahre mittlerweile, belästigt hat. Er ist dort mit einem. Ey, ich habe dazu auch nochmal einen Tweet gemacht, ne? Ich will das nochmal ganz kurz sagen, ne? Ich will das nochmal kurz vorlesen. Aber versteht ihr? Das ist der Punkt, warum ich auch gar nicht mehr auf sie reagieren möchte. Sie ist so in ihrer eigenen Welt. Das ist nicht gesund. Meiner Überzeugung nach ist das nicht gesund. Das ist meine Meinung. Leute, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe Folgendes getweetet. Endlich wurde Shoyoka verurteilt und sie darf ihre Aussagen so nicht nochmal tätigen. Shoyoka muss selbstverständlich ihren Lügenpost von damals vollständig löschen. Shoyoka darf und kann nun nur noch den Eindruck vermitteln, dass sie durch das völlig verkehrsübliche Filmen mit einem Selfie-Stick belästigt wurde, weil für das Gericht Gefühle sind und das darf man auch so äußern. Ich habe mich weder strafbar gemacht noch irgendetwas. Sie darf von ihren Gefühlen erzählen. Aber dann müsste sie es aber auch genauso erzählen. Dann müsste sie es genauso kommunizieren. Ich habe mich belästigt gefühlt.
Sie stellt sich hin und sagt, ja, ich habe gewonnen, ich wurde von Skurrus belästigt. Selbst für Hate Watchers wird es langsam langweilig, ne? Okay. Sie darf nicht den Eindruck vermitteln, es ging um sexuelle Belästigung. Na, gut, weiter geht's. In einem Selfie-Stick durch die Gegend gelaufen, hat von oben in mein Dekolleté gefilmt und hat sich auch anderweitig übergriffig und unangenehm verhalten auf dieser... Shoyoka. Wir werden Ordnungsmittelantrag stellen. Das kann ich jetzt schon sagen. Für diese Aussage gerade, jetzt werden wir den Ordnungsmittelantrag dafür stellen. Du hast das Urteil gehabt, du hast dich dazu geäußert, du weißt ganz genau, was abgeht und du hast gerade diesen Take noch dazu gesagt, du akzeptierst wirklich unseren Staat einfach nicht, ne? Gut, gucken wir, was passiert. Und deswegen habe ich geäußert, dass er mich belästigt hat. Sie will schon wieder, also das ist wirklich krank, ne? Und Skurrus hat daraus einen Strohmann gebaut. Einen Strohmann, in dem er mir vorgeworfen hat. Warte mal kurz, sie erzählt gar nicht die ganze Geschichte? Hat sie gerade Dutzend Jahre gesagt, sie weiß aber schon, dass ein Dutzend gleich 12 Jahre sind. Nein, ich glaube, sie hat keine Ahnung. Oder sie hat es halt bewusst überspitzt dargestellt, so eine Hyperbel, ne, wie man es halt macht. Ne? Ich habe sie 1000 Mal gesagt, ne, und all sowas in der Richtung. Das sind die typischen Hyperbeln. Sie erzählt gar nicht, welche Scheiße sie sonst noch gebaut hat und deklariert das Ganze als eine Art Strohmann? Bitte was? Du hast in 5 von 6 Punkten verloren, Shoyoka. Ich hätte ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen und die ganze InfluencerInnen-Szene hat das gefressen und hat sich auf mich gestürzt wie Geier. Ja, heute habe ich das Urteil für den Gerichtsprozess bekommen und das Gericht hat bestätigt, dass ich belästigt wurde, dass ich das weiter äußern darf und ist auf den Strohmann von Skurrus nicht eingefallen. Shoyoka, das Gericht hat in dem ganzen Schreiben gesagt, dass du die Lügnerin bist. Und zu dem anderen Teil, das werde ich meinem Anwalt geben und der wird das Ganze hier prüfen, was du hier in deinem Video gesagt hast. Boah, hoffentlich wird er noch richtig schön. Aber wie gesagt, wäre ich Skurrus, ich hätte das Geld. Ich würde sie komplett, ich würde diesen Weg komplett zu Ende gehen. Und sogar noch weiter. Damit ich hundertprozentig hinterher sicher gehen kann, dass sie definitiv nichts mehr in meine Richtung sagen würde. 100 pro. Er konnte mir nicht verbieten, über eine sexuelle Belästigung zu sprechen, denn dafür hätte ich überhaupt jemals von einer sexuellen Belästigung sprechen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Und das habe ich auch nicht impliziert. Und das habe ich... Doch, das hast du sowas von impliziert. Auch nicht irgendwie vorbereitet oder angeteasert oder sonst was. Das sind Hirngespinste von Skurrus und seinem Anwalt. Und ich bin sehr beruhigt, dass... Das ist krass, dass sie von Hirngespinsten spricht, Alter. Das ist wirklich wild. Das ist wirklich Next Level. Du verlierst in 5 von 6 Punkten und redest von Hirngespinste. Sagst du, es gibt Zeugen, die es nicht gibt. Redest über ein Videomaterial, was nicht beantragt wird. Redest von Vorfällen, die nie geschehen sind. Redest von Frauen, die nie da waren. Redest von Belästigungen, die nie passiert sind. Das ist geisteskrank. Das Landgericht, das für mich entschieden hat. In dem gleichen Verfahren wurden noch 2 nebensächliche Punkte besprochen. Nebensächlich? Die anderen Punkte sind die wichtigsten. Du hast aus mir gefühlt einen Drehtäter gemacht, der rumläuft. Und ey, ich versuch das. Ey, ich kann das nicht mehr, Chat. Das ist auch gar nicht lustig, die Scheiße. Digga, das ist so krank. Ich meine, er hat den Vorteil aufgrund seiner Reichweite und seines Geldes, dass ich dagegen vernünftig wehren kann. Jetzt stell euch mal vor, es gibt Leute, die nicht die Reichweite und nicht das Geld haben. Und Shoyoka kann einfach so, aufgrund ihrer Reichweite, aufgrund ihrer finanziellen, ihres finanziellen Puffers, kann sie das einfach so machen. Einfach so den Ruf eines Menschen zerstören, den sie nicht mag. Lach ins Gesicht aller Frauen, die tatsächlich dann halt von Übergriffen geplagt wurden, ne? Die nennt die wichtigsten Punkte, wo es kein Videomaterial dazu veröffentlicht gab bis jetzt, nennt sie nebensächlich. Das ist so verrückt. Einmal, dass ich damals geäußert habe, dass er mehrere Betroffene belästigt hat, das darf ich nicht weiter wiederholen. Das liegt unter anderem daran, dass das Gericht von mir konkrete Namen haben wollte und ich... Beweise haben wollte, Shoyoka, Beweise. Gesagt habe, ich nenne keine Namen. Das hast du auch nicht gesagt. Oh mein Gott. Was? Bro, das schicke ich auf jeden Fall mal an, weil das ist doch Prozessbetrug, was sie da die ganze Zeit macht. Willst du mich verarschen? Die hat vor Gericht gesagt, sie hätte gegendert. Um andere Menschen zu schützen und weil ich sie nicht in diese ganze Scheiße mit reinziehen möchte. Und damit war ich auch bereit, das zu nehmen. Und mir war auch, das hatte ich auch schon kommuniziert, nach der ersten Anhörung gewusst, dass wenn ich keine Namen nenne, dann werde ich das verlieren und das ist okay. Der zweite Punkt. Ja, weil du keine Namen nennen kannst.
der mich irritiert ist, dass ich Soros in der Vergangenheit mal kontextualisiert als einen Nazi-Troll bezeichnet habe. Und das Gericht ist hier der Idee des gegnerischen Anwalts gefolgt und hat Nazi und Troll isoliert bewertet. Also obwohl ich kontextualisiert gesagt habe, dass ich ihn für einen Nazi-Troll halte und nicht für einen Nazi, hat das Gericht gesagt, nee, Nazi-Troll ist auch nicht okay, obwohl sie im Satz danach gesagt hat, er ist kein Nazi. Weil Nazi ist Diffamierung und dafür hat sie nicht genug Belege vorgeliefert. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich kontextualisiert erklärt habe, was ich meine, nämlich da. Was? Du versuchst gerade schon wieder rechts. Ich werde das sowas von meinem Anwalt schicken, ne? Das ist verrückt, was hier passiert. Ich glaube das nicht. Dass er. Es ist eine Frau, die halt tatsächlich nicht einfach mal sagen kann, ist nicht so gut gelaufen, ne? In meiner Wahrnehmung war ich fest davon überzeugt, scheinbar sind es Gerichte, höhere Instanzen aus einer neutralen Position anders als ich. Vielleicht muss ich mich reflektieren, vielleicht habe ich auch rückblickend den einen oder anderen Fehler gemacht. Tut mir leid, kann ich jetzt momentan nicht sagen. Ich will jetzt keine Schuld zugestehen, weil ich immer noch der Überzeugung bin, dass es nicht so gewesen ist. Aber, ne? Aber nein, sie stellt sich hin und sagt, nö. Nö, stimmt nicht, alle sind doof. Nazis plattformt, dass er Faschisten plattformt, wie zum Beispiel. Ey Chat, kann man bitte jemand nachgucken? Hat sie den Tweet auch noch offen? Ey, wenn der Tweet jetzt immer noch nicht gelöscht ist, ne? Guck mal bitte nach, ob sie noch ihren Lügenpost sogar noch online hat. Ich bin hier im falschen Film. Sie muss das ohne Zögern, ist sie verpflichtet, das zu löschen. Guckt mal bitte jemand nach, ob dieser Tweet noch erreichbar ist. Das würde mich nach diesen Äußerungen hier nicht mehr wundern. Das ist noch online. Du verarschst mich. Schick mir bitte den Link hier rein. No way. No way. Das hat sie nicht gemacht. Bro, der Post ist verfügbar. F5. Scheiße, Alter. Was? Bro, ich schick das meinem Anwalt. Das darf die gar nicht. Das darf die gar nicht. Die kriegt sowas von den Ordnungsmittelantrag. Das ist krank. Das werde ich sowas von meinem Anwalt schicken, ne? Bro, sie hat Kenntnis davon gehabt. Sie hat über den Dings getweetet. Sie hat das Urteil. Sie sagt, sie hat das Urteil. Das ist crazy. Das ist crazy. Kommt, wird eine EV kommen. Sag ich euch jetzt schon. Wird beantragt. 100%. Es tut ehrlich gesagt gut. Ich bin richtig schadenfroh über sowas. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich schwöre es euch, so war ich hier sitze, das habe ich in meinem ganzen Leben bei noch keiner einzigen anderen Person gehabt. Shurioka ist die allererste Person, bei der ich solche Gefühle, bei solcher, über so eine Schadenfreude wirklich offen sprechen kann. Und ich hoffe, es wird noch mehr. Ich hoffe, es wird noch mehr. Ganz ehrlich, Shurioka hat so Türen geöffnet. Türen, die ich gehofft habe, dass sie nie geöffnet werden. So Abgründe in die. Das ist schwierig. Mit Matt Walsh, mit What is a Woman und andere ja, Themen wieder aufgreift, wie Ekopluralismus, wie man sonst aus der identitären Bewegung kennt. Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass. Ihr könnt aber immer noch nicht beantworten. Du kannst dich darüber aufbringen, aber was ist eine Frau? Beantworte das doch mal. Sie versucht das hier. Ich bin geschockt. Sie versucht schon wieder diese. Was versucht sie schon wieder? Das hat sie vor Gericht auch gemacht. Sehr wenige politische Aussagen von Skurrus eingereicht haben, weil wir sowieso davon überzeugt waren, dass es vor allem. Ihr habt sehr viele Sachen eingereicht. Diesen tollen Aspekt geht und eben nicht um die politische Gesinnung in the first place. Dass das RG sich jetzt entschieden hat, das getrennt zu betrachten, verwundert mich. Aber ich habe heute auch schon mit meinem Anwalt gesprochen und wir werden, was das angeht, auf jeden Fall vors OLG gehen. Du warst auch einer der Ersten, der von dem Internet so angegangen wurde. Ja, ich war der Erste, der gestalkt wurde. Ja. Der Erste, der den Copyright-Strike-Hagel von Shurioka abgekriegt hat, ne? Und das nochmal anfechten, weil wir erstens davon überzeugt sind, dass das in dieser Kontextualisierung eigentlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sein sollte. Und zweitens, weil ich bis jetzt auch einfach wenig politische Aussagen von Skurrus eingereicht habe und das jetzt nur nachholen werde. Bitte, es ist so gelogen. Vor allem hat die so rumgeheult, dass sie ja keine Zeit hätten und dass sie noch alles. Sie hat. Wie kann man so lügen und die Zuschauer? Bitte, was geht hier ab? Ja, so viel zu dem Update. Ich bin sehr erleichtert, dass die Scheiße mit der Belästigung und der Gamescom jetzt endlich durch ist. Es gab. Bitte was? Du wurdest verurteilt wegen diesen falschen Anschuldigungen mit Belästigung anderer Frauen. Du hast in so vielen Kontexten gelogen.
Das war eine Katastrophe, mit anzusehen, wie lauter wildfremde Männer sich diesen Ausschnitt angeschaut haben und bewertet haben, ob mir in den Ausschnitt gefilmt wurde oder nicht und ob ich belästigt wurde oder nicht. Und es ist für mich beruhigend zu sehen, dass das Landgericht mir hier zugestimmt hat und wie dieses Thema jetzt damit hoffentlich... So wie die das auslegt hier, ich kann das nicht mehr. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich kontextualisiert erklärt habe, was ich meine, nämlich, dass er Nazis plattformt, dass er Faschisten plattformt, wie zum Beispiel... Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich werde das so immer, ich schwöre es euch, morgen, übermorgen, mein Anwalt macht ein Schreiben fertig, 100%. Mit Matt Walsh, mit What is a Woman und andere ja, Themen, die aufgreift, wie Ethnopluralismus, die man sonst aus der identitären... Also erst einmal, guck mal, was sie für eine Heuchlerin ist. Sie hat das ja gesagt zu einem ganz anderen Zeitpunkt und diese Vorwürfe, die sie mir jetzt hier machen möchte, die sind doch gar nicht... bis zu dem Zeitpunkt passiert. Und jetzt braucht sie eine Untermauerung von neueren Aussagen von mir, die sowieso aus dem Kontext gerissen sind und gar nicht so, wie sie es hier überhaupt darstellt. Aber das ist halt so eine Sache wieder, was ich meine. Sie wird nicht mal Beweise liefern können, nur bis zu dem Datum, wo das eingereicht worden ist, weil jetzt vermischt sich schon wieder die Daten und manipuliert schon wieder alles. Und davon mal abgesehen, dürfte sie auch gar kein Recht haben, generell was Neues einzureichen. Sie hatte so oft Schriftnachlass bekommen. Ich werde das eher mal, also ich, das ist hier echt verrückt. Wir sehr wenige politische Aussagen von Skouros eingereicht haben, weil wir sowieso davon überzeugt waren, dass es vor allem um diesen Treuaspekt geht und eben nicht um die politische Gesinnung in the first place. Dass das AG sich jetzt entschieden hat, das getrennt zu betrachten, verwundert mich. Aber ich habe heute auch schon mit meinem Anwalt gesprochen und wir werden, was das angeht, auf jeden Fall vors OLG gehen und das nochmal anfechten. Ja, so viel zu dem Update habe und das jetzt noch nachholen werde. Ja, so viel zu dem Update. Ich bin sehr erleichtert, dass die Scheiße mit der Belästigung und der Gamescom jetzt endlich durch ist. Das war eine Katastrophe, mit anzusehen, wie lauter wildfremde Männer sich diesen Ausschnitt angeschaut haben und bewertet haben, ob mir in den Ausschnitt gefilmt wurde oder nicht und ob ich... Fällt mir schwer zu glauben, nachdem sie auf eine Art und Weise gestreamt hat, wo man sich gefragt hat, ist das überhaupt noch erlaubt auf Twitch, was man da sieht? Ne? Belästigt wurde oder nicht. Und es ist für mich beruhigend zu sehen, dass das Landgericht mir hier zugestimmt hat und wir dieses Thema jetzt damit hoffentlich endlich schließen können. Geil. Und mehr Details gibt es dann in irgendeinem besonderen Video, das ich nicht einfach nur zwischen Tür und Angel spontan aufgenommen habe, damit meine Timeline nicht nur aus wütenden, schäumenden Männern besteht, sondern Leute sich auch, ja, die Stimme... Was hat sie denn immer mit ihren Männern? ...der zweiten Betroffenen in dem Verfahren anhören können, zwischen den 40 Stimmen von unbeteiligten Männern, die alle glauben, sie müssen auch eine Meinung dazu haben. Alles richtig pisst, ne? Wenn es irgendwelche Leute gibt, die da eine Meinung zu haben, die aber nicht mit ihrer Meinung irgendwie übereinstimmen, dann sind es böse Dudes, ne? Alter Schwede. Ey, bei der kracht's ja komplett. Eieieiei. Bei der kracht's ja komplett. Ey, dazu sage ich nur Folgendes. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber to be honest, sehe ich von allen Prozessen, die es bis jetzt gab, den von Skouros, als den leichtesten für meine Position, weil unsere Beweislast so hart knallt. Alter, das Bild von Shurioka, guck mal her. Und er sich so krass widerspricht. Ja, sehr, sehr wild. So, was haben wir denn hier? Da läuft bei dir 5 von 6 Anträgen verloren bei 15.000 Streitwert pro Antrag. Einfach mal 75.000 an Kosten. Na, Streitwert nicht Kosten. Wenn man schon eine Zwangsvollstreckung wegen ein paar hundert Euro an der Backe hat. Das stimmt halt nicht. Ihr müsst halt echt aufhören, alles zu glauben, was euch Skouros... Was? Was? Ich kann das nicht mehr. Ich kann mich an dieser Stelle nochmal bei Dr. Nick Serafi bedanken, der auch hier letztens Mert geholfen hat bei der Veni-Geschichte. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf Dr. Nick Serafi. Es ist wirklich einfach der beste Anwalt. Auch, dass er sich das halt gibt. Ne? Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn man so einen Spitzenanwalt hat wie Dr. Nick Serafi und jetzt nicht unbedingt ein Anwalt Müller-Römer ist, dann weiß man, dass er natürlich auch immer gut beschäftigt ist und auch ganz andere Mandanten hat, wo es um viel krassere Sachen geht, weil Dr. Nick Serafi ist ja wirklich ein Prominenter, mehr oder weniger. Und also ist einer. Und das ist ja das Ding, dass er sich überhaupt mit so einer Scheiße da beschäftigt. Ne? Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich bin geschockt. Ich finde es krass, dass sie darüber nachdenkt, in Berufung zu gehen. Das finde ich am krassesten. Und sie wurde wieder Community noted. Das muss ich mir screenen. Chat. Nein, ich wurde nicht verurteilt. Community note, Shoyoka wurde tatsächlich verurteilt. Ey, das ist wirklich verrückt, ne?
Ich bin so in einer Parallelwelt. Ich guck mal, ich hab, Leute, ihr habt ja gesehen, ich bin kaum da. Ich mache kaum Reaction-Streams. Ich will mit diesen ganzen Bubbles auch eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ich möchte mein Gaming-Kram machen. Wir haben wirklich, wirklich einen geilen EP-Server kreiert, ne? So, wir haben eine geile Community drüben. Ich bin da echt im Workflow drinne. Ich habe da meinen Frieden und so. Und ich merke einfach, wie kann man so verbittert sein? Das ist so verrückt, ne? Das ist wirklich. Ja, was machst du mit solchen Leuten? Was machst du wirklich mit solchen Leuten? Könnt ihr nachvollziehen, warum ich keinen Bock mehr habe, eigentlich auf den sonstigen Content von Churyuk zu reagieren? Ich meine, die Gerichtsurteile sind jetzt nochmal spannend, tatsächlich. Und die Reaktion darauf, sowohl von Skrulls als auch von Churyoka und wie es dann weitergeht. Ob da Berufung eingelegt wird, ob es vor das OLG geht und so weiter.